Hallo, hallo, ihr Lieben. Hallo. Schönen guten Abend in die Runde. So, da haben wir uns da mal alles wieder schön zurechtlegen. Gucken, dass alles passt. Hallo, Mädels. Hallo, hallo. So. Schönen Abend in die nette Runde. Ich habe schon gesehen, einige sind schon wieder da. Das ist ganz schön. Hallo Mädels, wie nett. Super cool. Okay, dann starten wir mal gleich rein in unser 24-Stunden-Vergnügen. Heute immer nur plaudern, Mädels. Heute wird nicht gebastelt, nur geplaudert. Ist doch auch einmal schön, oder? So, jetzt muss ich da gerade mal schnell gucken. Irgendwas habe ich mir da verstellt. Einen kleinen Moment, es ruckelt jetzt ein bisschen. Sonst fällt mir nämlich da mein iPad hinten runter und das geht ja gar nicht. Bitte entschuldigt, das war jetzt etwas ruckelig, aber ich glaube jetzt so schön langsam. Schauen, dass ich das noch richtig rein da drehe da. Sollte es dann klappen. Einen Moment, mal ein bisschen gucken. Schauen, dass wir da ein wenig gerade Sicht haben heute. Okay, wir müssen es drehen, so. Okay, so, jetzt soll es aber so einigermaßen passen. Okay, also ihr Lieben, ich habe wieder einiges Neues. Stampin' Up! Überrascht uns ja immer wieder mit Aktionen. Und vorab, bevor ich jetzt beginne, alles gut? Bild und Ton, alles gut, ihr Lieben? Hört ihr mir gut? Alles schön? Ansonsten muss ich noch verändern. Na, passt. Okay. Sehr gut. Alles klar. Cool. Okay, schön. Oh, die Mary ist einmal wieder da. Hi Mary, wie schön. Sehr cool. Okay, die Denise ist auch da. Also ich sehe schon, es sind wieder ganz viele meine lieben Mädels da. Total nett, ich freue mich total. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, wir haben heute viel zu besprechen. Und von daher, die sagen, springen wir sofort rein in das Vergnügen. Und zwar überrascht uns Stampin' Up! Ja immer wieder so mit, ja, zwischendrin Aktionen, wo wir gar nicht so recht wissen und auch gar nicht so recht damit rechnen. Also manchmal, so wie dieses Mal, kündigen sie zwar und der Hahn, ja, Chris ist auch da, wie süß. Ja, manchmal überraschen sie uns ein bisschen und dann, hören wir vielleicht mit ein bisschen Glück, haben wir ja eine Woche vorher, dass etwas kommen wird, aber nie was wirklich kommt. Also ganz, ganz selten werden wir vorab eingeweiht. Also Stampin' Up! Fordert auch uns immer wieder heraus mit diesen Aktionen. Aber ich finde das ganz cool, so bleibt mein Fluss und in Bewegung und ich mag das eigentlich ganz gern. Also ich habe dann immer, bei mir rattert es dann immer, wenn ich dann irgendeine Aktion sehe, dann denke ich mir schon wieder, huh, was könnte man da machen? Wie könnte man das angehen? Was machen wir für ein Video dazu? Wie schaue ich mir das an? Ich liebe es. Also für mich ist Stampin' Up! Manchmal die reinste Challenge. Ich liebe es einfach, es nutzt nichts. Ja, und dieses Mal ist es so, dass wir eine 24-Stunden-Stempelaktion haben, was ich total mega finde. Also ich weiß, wir haben die letzten Jahre immer so 3 Tage gehabt, wo sie so verschiedene Vergünstigungen gehabt haben. Das war immer mega kompliziert. Also war eigentlich nicht so nett von der Aktion her. Ich meine, es war schon immer lässig, weil alles was günstiger ist, ist immer gut. Aber ihr wisst schon, es war halt immer ein bisschen komplizierter. Und dieses Mal haben wir eine Aktion und es geht um einen Haufen Stempel. Und ich habe dann heute mal so ein bisschen durchmarkiert, mal markiert, was sind so die deutschen Stempelsets, also wo sind deutsche Sprüche dabei und mal ein bisschen angehakt, was habe ich lagern da, was kann ich euch gleich zeigen und wo muss man ein bisschen in den Katalog rein linsen. Viele von Ihnen, weiß ich, sind die Listen schon durchgegangen, aber der eine oder andere vielleicht noch nicht. Und damit habe ich mir gedacht, das machen wir so in einer Ratzfatz-Aktion. Schauen wir uns da geschwind alle Sets ein bisschen an und ich sage vielleicht ein oder zwei Worte zum einen oder anderen Set dazu. Und wenn Fragen sind, bitte in den Chat reinschreiben. Heute habe ich auch ein bisschen Zeit mitzulesen. Und die Bea schreibt gerade, und nur die Deutschen sind fast 50 Set. Richtig, Bea. Also mich hat es total überrascht. Ich habe nicht mit so vielen Sets gerechnet. Ich habe mir gedacht, ja, okay, jetzt
öffne ja mal die PDF und dann werden es vielleicht mit ein bisschen Glück 20 Sätze sein. Aber es sind diesmal echt total viele. Und was mich irre freut, es sind wirklich total viele super schöne Sätze dabei. Also Sätze, die ich persönlich sehr, sehr gern mag. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns jetzt einmal die Sätze an und dann erzähle ich euch noch ein bisschen von meiner Aktion, die ich mir da so dazu überlegt habe. Und diese Aktion heißt ja nicht umsonst 24-Stunden-Aktion. Das heißt, die geht von heute Mitternacht bis morgen Mitternacht. Also den ganzen Mittwoch von 0 Uhr bis 24 Uhr. Und von daher, würde ich sagen, das nützen wir doch mal, oder? Also schauen wir es uns an. Wir haben jetzt noch ruhig Zeit. Also es dauert jetzt nur 4 Stunden, bis es losgeht. Wir können also ganz in Ruhe gucken und ein bisschen chillig das Ganze durchgehen. Okay, also, dann würde ich sagen, schauen wir uns das an. Das erste Set heißt Durch die Gezeiten. Und übrigens, es gibt auch die Sets teilweise in Französisch und so gut wie alle auch in Englisch. Also wer gerne englische Sets mag, der sollte da auf jeden Fall auch schauen. Und die ganze Liste gibt es auf meinem Blog zum Beispiel zum Runterladen, wer sich gerne das anschauen möchte. Allerdings ist bei der Liste, steht zwar die Bestellnummer dabei und auch wie es Stempelset heißt und was der normale Preis ist und was der Aktionspreis ist, aber es steht nicht dabei, auf was für einer Seite vom Jahreshauptkatalog die ganze Geschichte ja, so ist. Oh, die Alexandra sagt gerade, sie hat keinen Katalog bei sich zum Schauen. Ja, umso besser, Alexandra. Dann sehen Sie jetzt in mehr oder weniger Natura durch die Linse, was für Sets dabei sind. Und der Chris schreibt gerade, achso, der hat eine Frage gerichtet an das Sittchen. Na gut, dann gucken wir mal. Okay, also, wir beginnen mit dem Set durch die Gezeiten. Und das ist jetzt ein Set, das ich in Natura Netto habe. Ist nicht so mein persönlicher Geschmack, aber das macht ja nichts. Und zwar ist es dieses Set mit dem Leuchtturm. Mal schauen, ob das, wenn ich es so hochhebe, klappt. Wenn wir da vorbeilinsen, ja, so einigermaßen geht es. Nicht zu hoch, dann seht ihr es besser. Okay, also ein Set mit Leuchtturm und so weiter, nachdem ja ich jetzt in den Bergen da bin. Ist es natürlich so, dass für uns jetzt Leuchttürme so mäßig interessant sind. Ich mag sie zwar gerne und ich bin sehr gerne am Meer und ich wäre liebend gerne im Norden an der Nordsee oder Ostsee, aber bei uns in Tirol ist natürlich, kann ich jetzt nicht wirklich viele Karten und Projekte mit Leuchtturm machen. Jetzt liegt auf der Hand. Für alle Nordlichter unter Ihnen ist es aber vielleicht schon eine ganz eine gute Idee. Ja, das ist also dieses Set. Dazwischendrin fragt jetzt die Felia gerade, ob das auch für Demos gilt. Ja, Felia, gilt auch für Demos. Das ist ja das Schöne bei Stampin' Up, dass wir Demos auch immer alle Vorteile genauso mitgenießen dürfen wie jeder normale Kunde auch. Das heißt, wir bekommen unsere Demo-Prozente und die minus 15% von dieser Aktion. Und Bea schreibt gerade, es gibt keine dummen Fragen, da bin ich total bei der Bea. Ich liebe es, wenn Sie mir Fragen stellen. Fragt mir Löcher in den Bauch. Ich mag das total gerne, wenn Sie mich fragen und wirklich, und wenn Sie fünfmal dasselbe fragen, dann wird es mir fünfmal nicht zu blöd sein. Mir ist wichtig, dass Sie alle immer verstehen, wie läuft das Ding, wie funktioniert das alles. Das ist einfach total wichtig, dass Sie den vollen Durchblick haben. Dafür steht mein Kanal sozusagen. Also die Wunderwelt aus Papier, ich möchte, dass sich da wirklich eine Welt auftut und ihr immer den klaren Durchblick habt, wie was genau funktioniert und läuft. Die Liste, Felia, die finden Sie auf meinem Blog und der Blog ist verlinkt unterhalb vom Video. Kein Stress, schauen wir mal alles in Ruhe durch und reden Sie mich gerne am Schluss nochmal auf die Liste an. Okay, gut. So, das ist also Seite 27. Kerstin hat das schon schön ergänzt. Vielen lieben Dank. Das nächste Set ist am Ufer und auch das ist ein Set, was ich nicht habe, aber gerne mal zeige. Das ist auf Seite 129 und übrigens, die Sets sind alle im Jahreshauptkatalog. 129. Dann gucken wir mal. Okay,
das ist es. Am Ufer ist es heruntergesetzt. Diese Art von Stempel, mit denen habe ich ganz früher eigentlich nicht wirklich was anfangen können. Das war nicht so meine Geschichte. Mittlerweile finde ich die schon recht spannend, weil man damit wirklich ganz, ganz schöne Karten gestalten kann und auch so richtige Landschaften und auch Bilderrahmen damit machen kann. Also kann man richtige Bilder und auch mit Foto ganz, ganz super arbeiten kann. Ist ein bisschen Geschmackssache. Also ich glaube, bei denen ist so, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Da glaube ich, gibt es nicht viel dazwischen. Aber es ist immer wieder überraschend, was man mit diesen Sets anstellen kann. Ja, durchaus also ein spannendes Set. Dann 125 Swirly Frames. Entschuldigt bitte, mein Englisch ist ein bisschen mäßig gut, aber dieses Set liebe ich heiß. Habe ich schon super lange und finde ich total, total, total mega. Ist ein Klarsichtset und hat eben verschiedenste Rahmen drinnen. Also das mag ich wirklich total gern. Da kann man so coole Sachen damit machen. Und was ich zum Beispiel auch total gern mag, ich mag zum Beispiel ganz gern den Linienstempel. Und mit dem stempel ich zum Beispiel super gerne ein Kreuz. Also gerade bei Trauerkarten, den einmal aufrecht gestempelt und einmal von der Seite rein waagrecht. Also da setze ich dann das Kreuz eher an die Seite von der Karten. Und von der Seite rein waagrecht gestempelt wird das ein wunderschönes Kreuz und passt für Trauerkarten total schön. Also nur so als kleiner Tipp, was man mit so Dingen alles machen kann. Und Rahmen in rund und rechteckig und quadratisch, das ist immer total super. Also da, ja, ist ein Set ein absolutes Must-Have. Wenn Sie das noch nicht haben, dann da würde ich zuschlagen. Das ist schon mal meine erste absolute Empfehlung. So, jetzt müssen wir schnell überlegen, wo ich die jetzt hinräume. Diese Sets, das habe ich mir natürlich nicht ausgedacht. Okay, mal da oben rauf. Schön, gut. Also, das war das. Swirly Frames, super. Dann ist das nächste Set aus der Kreativwerkstatt. Ein ABC-Set. Das Alphabet-Set ist wirklich fein für alle die, die total gern langwierige Stempelgeschichten machen. Ich persönlich brauche als Alphabet-Set, ihr seht es, sehr, sehr selten. Mal so ab und dann für ein paar einzelne Buchstaben für spezielle Projekte ganz cool, aber ist jetzt für mich oft viel zu aufwendig. Wenn man aber sowas gern mag, gern selber Wörter zusammensetzt, dann ist es gut. Ah, siehst du, Chris liebt es scheinbar heiß, der sagt nur zu empfehlen, siehst du. Also es ist ganz, ganz spannend, wie unterschiedlich das ist. Oh, die Kerstin sagt, na toll, das habe ich mir jetzt gerade bestellt. Ja, das ist natürlich immer so das. Manchmal hat man dann halt natürlich Pech. Aber es kommen ja noch ein paar Sets. Gut, also aus der Kreativwerkstatt. Dann haben wir, ach so, ist auf Seite 139 im Jahreskatalog. Das nächste ist Landleben. Das ist ein Set, ganz ehrlich, absolut nicht mehr voll. Also ich weiß, dass manche das total mögen. Ich glaube, mein Upline, glaube ich, mag das volle, das Set, wenn ich mich richtig erinnere. Das Landleben-Ding. Ich finde das echt total, aber es ist einfach so überhaupt nicht mein Teil. Aber, ja, mag für den einen oder anderen vielleicht total super passen. Also, echt, orientiert euch nicht zu so viel an mir. Ja, ist halt Geschmackssache. Ist übrigens auf Seite 89. Gut, dann, jetzt kommen wir zu einem absoluten Must-Have und ich glaube, das werden ganz viele von Ihnen auch schon rum, außer vielleicht die Stempelneulinge. Und zwar das Schmetterlingsglück. Schmetterlingsglück, ihr seht es, ist eines der Sets, die, ja, die sind also aus meinem Bastelschrank echt absolut nicht wegzudenken. Das habe ich mega, 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 mega viel in Gebrauch. Erstens einmal gibt es dazu die doppelte Handstanze, die ich jetzt da habe. Boah, sogar griffbereit, hey, ich bin ja der Hit in Dosen. Also mit der kann man die Stempelsets unter einmal ausstanzen, finde ich schon mal mega. Und vor allem, es sind total schöne Sprüche dabei. Also das ist für mich auf jeden Fall ein Set, was man, ja, das sollte eigentlich in jedem Bastelschrank stehen.
Also außer man mag jetzt Schmetterlinge gar nicht. Es gibt ganz, ganz wenig Leute, die Schmetterlinge gar nicht mögen. Vielleicht schweigender Lämmer geplagt, keine Ahnung. Jedenfalls, für die wird es nichts sein, aber für alle anderen, so wie mich, ich mag das super gerne. Absolut zu empfehlen, wirklich Mädels, absolut zu empfehlen. Gut. Ja, viele schreiben, rauf und runter gebastelt hat sie auch, mag sie gern. Also Schmetterlinge, ich finde da. Da kann man nichts verkehrt machen. Das kann einfach nur gut gehen mit den Schmetterlingen. Gut, dann haben wir als nächstes Straußliebewünsche. Straußliebewünsche ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist ein Set, das geht, glaube ich, ein bisschen unter. Ich habe es, es gibt dazu Standsteile. Es ist auch ein Set, was sehr geschmackabhängig ist, weil es einfach super lieblich ist. Es ist ein ganz, ganz, ganz liebliches Set. Auch vom Schriftzug her ist es unglaublich lieblich gemacht. Und auch die ganzen Blumenarrangements. Diese Teile, gell, sind jetzt nicht mein Ding. Kann ich mir nicht helfen. Aber was ich bei dem Set total super gern mag, sind die Teile. Also die kleinen Stempel finde ich super bärig. Danke von Herzen ist für mich etwas, was ich auch immer wieder viel brauche für meine Goodies. Und auch so ein Streustempel, den finde ich noch total nett. Aber ich sage es ganz ehrlich, mit denen Teilen kann ich nicht viel anfangen. Aber ich habe einfach die so bärig gefunden. Deshalb habe ich mir es dann letzten Endes bestellt, weil ich liebe so kleine Stempel. Das nutzt nichts. Die Ute schreibt gerade, sie ist zu spät dran. Sie hofft, sie hat noch nicht so viel verpasst. Nein, Ute, sie haben noch gar nicht viel verpasst. Wir sind gerade erst am Beginnen eigentlich in Wirklichkeit. Ja, das Set Straußliebewünsche finden Sie im Jahreshauptkatalog auf der Seite 116. So, dann haben wir als nächstes das Stempelset Alles Liebe auf der 128. Das ist dieses hier. Ich habe mir gedacht, ein Stempelset heißt Alles Liebe und ich habe es nicht im Sortiment, finde ich jetzt komisch. Dann habe ich die Seite aufgeschlagen und schwuppdiwupp war das überhaupt nicht mehr komisch. Weil irgendwie, ja, sorry, ist absolut nicht meins. Aber macht ja nichts. Dem einen oder anderen wird das vielleicht wieder volle Dube total taugen. Ja. Okay, ich würde sagen, ich gehe da gleich weiter. Alles Liebe haben wir abgehakt, Seite 128. 115 habe ich mir noch aufgeschrieben, obwohl es ein englisches Set ist, finde ich scheinbar gut. Nein, finde ich gar nicht gut. War ein Versehen. Okay, schön. Ich blätter mal um. Gut. So. Dann haben wir Carte Diem. Carte Diem, ihr Lieben, wer es noch nicht hat, muss jetzt zuschlagen. Carte Diem ist ein Set, das habe ich wochenlang überblättert im Katalog. Und es ist so mega. Das ist mittlerweile eines der Sets, die ich mit Abstand am meisten in Gebrauch habe. Es sind die Sprüche wunderschön, wunderschön. Also von den Schriftzügen her einfach ein totaler Traum. Und alleinig schon, ich bin da, wenn du mich brauchst. Glückwunsch, immer super. Danke. In einem lässigen Schriftzug einmal geschrieben. Alles Gute zum Geburtstag. Immer, immer, immer wichtig. Also, ja, da gibt es wirklich so viel in dem Set, was ich so super finde. Also, wer es noch nicht hat, bitte, bitte jetzt zuschlagen. Unbedingt. Her damit, ganz genau, Chris. Die Bea wird meins. Also, kann ich wärmstens empfehlen. Okay, Carte Diem ist auf der Seite 39 im Hauptkatalog, ihr Lieben. Dann kommen wir zu einem Set, das heißt Florale Freude. Und Florale Freude ist ein Stempelset, das ich mir damals bestellt habe aufgrund dieser Blüte, weil die mit mit einer Handstanze zusammenpasst, die wir auch noch im Sortiment haben. Die schaut so aus. Und es hat früher, also vor dem Katalogwechsel, auch zu diesem Blatt eine Stanze gegeben. Und damit habe ich mir gedacht, ja, das bestelle ich mal. Was ich bei dem Set auch zusätzlich noch cool finde, ist, das hat so ein bisschen einen gezeichneten Touch. Muss ich sagen, finde ich nach wie vor sehr schön. Ich verwende es leider relativ wenig, aber ich finde es nach wie vor ein wirklich cooles Set. Ja, von daher muss ich sagen, würde ich eigentlich auch sagen, ja, kann man durchaus bestellen. Ist jetzt keins, wo ich sage,
ist ein 100% Must-Have, aber ich würde sagen, ist ein 70% Must-Have. Okay. Gut. Dann kommen wir, achso, habe ich gesagt, wo sie ist? Seite 118. Dann kommen wir zum Wilde Rose oder Wild Rose, Seite 15. Das ist ein sogenanntes 1 Millionen Umsatzset. Also das hat entworfen die Mary Ellen Beiler und ist ein Set, wo ich sagen würde, wo leider ein Fehlkauf für mich. Sag's, wie es ist. Da habe ich nur den Hallo-Stempel verwendet. Alle anderen sind da total jungfräulich. Irgendwie habe ich mir eingebildet, das muss total cool sein und es gibt, man kann ausstanzen damit, das ist ein schönes Etikett dabei. Irgendwie lässig. Und ich habe es echt noch nicht einmal verwendet. Nur das Hallo. Das Hallo ist recht cool, aber du bist ein Segen, ist mir vorgekommen, ist vielleicht auch noch ganz lässig. Aber echt, es tut mir leid. Ist ein Set, wo ich echt sagen muss, Fehlkauf. Für mich persönlich. Mag für einen anderen super sein. Aber für mich. Sorry, sorry, eh? Okay, gut, dann. Also, ich habe ja gesagt, ich bin immer ehrlich mit euch. Ich sage auch, wenn etwas nicht so super ist. Also, in meiner Welt, für meinen persönlichen Geschmack. Siehst du, die Gundula schreibt wieder, sie findet es klasse. Ja. Die Renate Bauer sagt, ich verwende das sehr viel. Schau, wie lustig. Es ist so unterschiedlich. Genau, sie ist einfach so. Der eine findet das spitze und andere finden es so wie ich. Okay, also, Wild Rose. Dann gehen wir zum nächsten. Frostige Grüße. Frostige Grüße ist wieder so mega. Und zwar ist es das. Das hat es letztes Jahr schon im Winterkatalog gegeben. Da sagt der Chris gerade, da kommt der Spruch, zu gute Schmecker sind verschieden. Richtig. Genau so ist es. Geschmäcker sind verschieden und das ist auch voll okay. Und voll richtig so. Und auch eigentlich das Schöne an Stampin' Up, oder? Es gibt bei Stampin' Up so eine Riesenauswahl. Da ist einfach für jeden was dabei. Und es wird für jeden was dabei sein, wo ich sage, juhu, total bärig. Und wo andere sagen, finde ich total bärig. So wie Sitchen zum Beispiel da sagt, findet sie total nix. Ich sage, finde ich total mega. Schau, die Rede sagt, sie mag das überhaupt nicht. Und die Gundula sagt, das ist überhaupt nicht ihres. Ich finde es super klasse. Ich finde schon gar nicht ernst so lässig. Oder? Wäre da alles so, wie sagt man denn? Jonglierend. Das ist einfach Hammer. Hey, mit dem Set haben wir so lässige Karten bastelt letztes Jahr. Ich liebe es. Und es gibt eine Handstanze dazu, die jetzt aber tatsächlich nicht griffbereit habe. Die habe ich wirklich im Geschäft. Aber wie gesagt, also von meiner Seite her ein absolutes Must-Have. Geschmackssache. Es ist so, wie es ist. Für mich ein 100% Must-Have. Ja, so ist es. Jetzt kommen wir zum nächsten Set und das ist jetzt wieder so eins, wo ich gesagt habe, da gehen die Geschmäcker auseinander. Snowfront. Und Snowfront, die Helga ist gerade gekommen. Hat sie viel verpasst? Na, noch nicht so viel, Helga. Ich würde mal sagen, von die Sets 30%. Okay, also Snowfront. Snowfront war das Erste, was ich mir bestellt habe, soweit ich mich erinnere, was in diesem Stil ist. Ich glaub, ich habe vorher keins probiert. Das meine ich, war echt mein erstes. Und ich war total positiv überrascht, wie cool das ist. Und von daher, ja, in das Set habe ich mich echt verliebt. Also das eine, was ich auch vorher im Katalog gesagt habe, hat mich nicht so überzeugt, war einfach nicht so meins. Aber Snowfront ist total meins. Da finde ich das mit den Bäumen schön. Ich finde die Bergsilhouette total cool, auch den Weg. Ich finde die Hütte total bezaubernd. Ich finde den Schneemann cool. Ich finde die Rehe total schön. Also, das ist wirklich ein Set, was ich wirklich super schön finde. Seite, fragt die Gundula gerade, Seite, wo habe ich denn jetzt, das Snowfront? Da schaue ich mir es nicht mehr an. Snowfront. Da, Seite 58, Gundula. Ja, also immer sagen, das ist für mich auch so 100% Must-Have. Okay, dann kommen wir gleich zu dem nächsten und das nächste ist Etikettenmix. Das habe ich nicht. Das finden wir auf Seite 63 und das ist das.
Auch dazu gibt es Stanzteile, und zwar stanzen die immer alle drei unter einmal durchkurbeln aus. Und bei dem geht es mir so, dass neuer Halloween-Gedöns dabei ist, was ich schon mal per se überhaupt nicht meins ist. Und ich bin jetzt auch nicht so der Etikettenbastler. Also irgendwie, weiß ich nicht, es war eigentlich vielleicht manchmal sogar ziemlich fein, aber das finde ich halt mega süß von deinem Wichtel, das finde ich schon total lässig. Aber prinzipiell ist es eins, was jetzt zu mir nicht ganz so laut Hallo geschrien hat, nur so zu 30%. Und wenn zu mir nur so zu 30% etwas Hallo schreit, dann wandert es meistens nicht in meinen Warenkorb. Von daher habe ich das leider nicht, aber ich finde es trotzdem irgendwie zumindest teilweise ganz bärig. Okay, also Seite 63. Dann geht es weiter mit Weihnachtsmix. Weihnachtsmix. Ihr Lieben, Weihnachtsmix ist wieder etwas, wo ich sage, mega. Haben wir auch letztes Jahr im Herbst-Winter-Katalog gehabt. Habe ich super viel verwendet. Dieser Gummiset, das die sieht man das nicht so, dass ich das viel verwendet habe. Aber habe ich sehr viel verwendet. Werde ich auch heuer wieder sehr viel verwenden. Finde ich mega, 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 mega super. Mag ich total gern, das erfüllt dir einen Wunsch. Das ist einfach etwas, was man auf Weihnachten super viel braucht, weil man einfach viel entweder Geldgeschenke macht oder Gutscheinkartengeschenke macht. Von daher finde ich alleinig das schon total schön. Ich mag auch aus der Ferne liebe Grüße zum Fest. Heuer zeitgemäßer denn je, finde ich. Also gerade mit der ganzen Corona-Geschichte, wo jetzt die Zahlen wieder zunehmen, wo wir wieder schauen werden müssen, dass wir unsere Abstände einhalten, wo wir einfach schauen müssen, dass wir das alles ein bisschen im Zaum da halten, werden wir hoffentlich viel Weihnachtspost schicken und auch Weihnachtspost ist drauf, was man schön außen aufs Kuvert stempeln kann, finde ich ganz, ganz süß. Also da geht es mir echt so, das ist ein Set, wo ich auch wieder zu 100% sagen kann, mega, mega, mega. Schaut euch das genau an. Ist ein super, super, super Set. Gerade speziell auch für die, wenn man jetzt englische Sets hat, wo man keinen passenden Spruch hat. Oder deutsche Sets, wo man sagt, mir gefallen da die Stempelabdrücke total gut, aber mir fehlt eigentlich immer der richtige Spruch dazu. Da ist ein so ein Sprücheset einfach super, super, super lässig. Ja. Und was ich persönlich natürlich mega finde, da steht da drinnen, wir wünschen Ihnen schöne Feiertage. Und ihr wisst ja, ich bin ja die Seetante vom Dienst. Von daher finde ich das natürlich mega. Also, dass da auch was in der Höflichkeitsform dabei ist. Deutsche Sprache, vielseitige Sprache. Ich finde es super. Gut, also, dann gehen wir weiter. Achso, Seite 102, Seite nicht 100, sondern nur 62. Seite 62 ist Weihnachtsmix. Dann gehen wir weiter zu Nature's Beauty. Nature's Beauty werden ganz viele auch schon haben, die letztes Jahr den Herbst-Winter-Katalog gehabt haben, weil es letztes Jahr das Charity-Set war. Und das war ein Set, ja, das finde ich auch noch, nach wie vor total schön. Total. Also, ich finde, das Reh ist totaler Hit, der Fuchs, der Hase super. Ich finde die Bäume wunder, wunder, wunderschön. Es sind auch die Schneeflocken und auch das Gras, ganz, ganz fein. Also das ist ein Set, was wirklich super ist und finden Sie auf der Seite 59 im Jahreskatalog und ist auch eins, wo ich wirklich sagen kann, mega. Nach wie vor eines der schönsten Sets, die wir haben. Vielseitig einsetzbar, finde ich auch, Gabriele. Finde ich auch. Ja, und wenn wir schon gerade so schön drinnen sind bei Sets, die ich wirklich super gerne mag, dann kommen wir gleich zum nächsten, was ich auch ganz super schön finde. Und zwar als Dandelion Wishes. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ihr werdet es mir sagen, wenn man es anders sagt. Das ist auf jeden Fall das mit der Pusteblume. Und das ist, hat zwar englische Sprüche, da waren wir jetzt bei den englischen Sprüchen, aber es ist total, habe ich schon sehr, sehr lange, man sieht es, weil es noch die. Das hat bei mir noch nicht einmal die Kleber hinten drauf. Also das ist eins, was ich wirklich schon ganz, ganz lang habe. Jetzt gibt es natürlich mit den feinen Kleber. Aber das ist ein Set, was ich einfach super gern mag für Trauerkarten. Also ich brauche relativ viele Trauerkarten, weil ich in meinem Geschäft ja auch Trauerkerzen habe. Von daher brauche ich das viel und ist das für mich immer ein großes Thema. Und wenn ihr mal bei einem Online-Basteltreff Trauerkarten basteln wollt,
dann können wir das sehr gern machen. Ich traue mir das immer fast nie anbieten, weil ich immer das Gefühl habe, das mögen die Leute gar nicht so gern basteln, weil einfach Trauer und Trauerbewältigung jetzt nicht gerade das Hippie-Hippie-Wippie-Thema ist. Aber es gehört einfach zum Leben total dazu. Also, wenn ihr mal Trauerkarten basteln wollt, jetzt gerade Richtung Oktober, bin ich sehr gerne bereit. Also, schreibt es mir einfach. Jedenfalls ist das ein Set, was ich dafür wirklich super, super gern mag. Und ja, liebe sehr. Also, es ist einfach, ja, ist für mich ein klassisches Trauerkartenset. Oh, ihr wollt scheinbar Trauerkarten basteln. Finde ich super. Ich mag Trauerkarten total gern machen und ich finde auch, dass Trauerkarten, also das ist etwas, wenn jemand in der Trauerphase steckt und eine Trauerkarte bekommt, dann ist es oft so, dass man nachher irgendwann, und das kann auch mal ein Jahr später sein, derjenige dann kommt und sagt, du, das hat mich damals total berührt. Weil eine schöne Trauerkarte, wo man auch sieht, die ist mit der Hand gemacht und nicht nur eine gekaufte 3,50 € Karte, ist etwas, was sich die Leute in gerade dieser Zeit, wo man ja sehr geöffnet ist, wo man sehr traurig ist, wo es einfach wirklich nicht schön ist, da ist man für solche Dinge einfach total geöffnet. Und die schätzen sich das sehr. Also von daher, liebe, liebe Leute, wer es noch nicht hat, nehmt euch das. Ein super, super Set. Heute mal ganz ernst, gell? Das war jetzt echt, aber ja, Trauerkarten sind einfach wichtig. Okay, schön. Dann kommen wir wieder, ach so, seit 73 Mädels. Dann kommen Mädels und Jungs, Entschuldigung. Dann kommen wir wieder zum nächsten Set, das hat jetzt wieder mehr mit Freude zu tun, und zwar geheimnisvoller Garten. Geheimnisvoller Garten, gibt es auch Standsteile dazu. Und zwar sehr, 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 sehr viele. Das ist falsch rum drin, Sirikat. Viele Standsteile, habe ich schon ganz viele wunderschöne Projekte dazu gesehen. Ich habe relativ wenig, nur wenig gebraucht, dieses Set. Aber finde es schön. Es ist nur ein Set, mit dem ich jetzt nicht ganz so super warm werde, spannenderweise. Ich finde es ganz spannend, ich finde es ein schönes Set. Ich finde ein paar lässige Sachen damit mache ich, habe schon unheimlich viel gesehen. Aber das, was ich gesehen habe bis dato damit, war mir immer zu aufwendig. Ich bin nicht so der total aufwendig Bastler. Und von daher, ja, ist es einfach noch nicht so meins. Aber sagt ja nichts aus. Die Sigrid schreibt, die Sigrid Denstedt schreibt gerade, sie hat das und sehr viel damit gearbeitet, siehst du? Total schön. Okay. Ich verwende nur die Blüten. Mir gang jetzt gleich, Eva Maria. Bei mir war es auch so. Okay, also das Geheimnisvolle Garten ist auf Jahreskatalog 86. Jetzt kommen wir mal zu einem Set. Da werden meine Wunderwelt-Mädels total lachen. Also, meine Mädels kennen mich ja schon ein bisschen, gell? Und immer, wenn wir Katalogwechsel haben, immer, immer stimmt jetzt nicht. Aber zweimal, wenn wir Katalogwechsel gemacht haben, haben wir auch eine Katalogtour miteinander gemacht. Also, wo wir einfach durchgeblättert haben und ich gebe dann meistens ein bisschen meinen Senf ab, so wie jetzt auch. Und da ist immer Team-Aktion gegangen und ihr wisst ja, ich mache ja immer Team-Videos mit meinen Mädels. Wenn ein neuer Katalog kommt, dann machen wir ja immer unsere Projektvideos, oder? Und dann sage ich immer zu den Mädels: Mädels, suchen Sie aus, was Sie gerne hätten. Ich schaue dann. Und dann kriegen wir das schon hin, dass ich das dann auch noch basteln kann, oder? Und dann hat eine meiner Mädels eben, mal, ich glaube vor einem Jahr oder zwei, hat sie das angeregt und hat gesagt: Aber Daniela, vielleicht gang es einfacher, wenn Sie uns sagen, was Sie gerne bestellen möchten und wir suchen uns aus dem was aus, damit Sie nicht immer alles bestellen müssen, was wir halt auch wollen. Und dann habe ich gesagt: Naja, gute Idee, könnte man machen. Und da war unter anderem auch so ein Regenschirmset dabei. Und ich habe gesagt, such das aus, jetzt aber bitte nicht die blöden Regenschirme. Und deswegen habe ich gesagt, da werden meine Mädels total lachen, weil das haben sie so lustig gefunden, dass ich gesagt habe, Regenschirm geht einfach wirklich gar nicht. Und ich bleibe dabei. Auch wenn es dazu eine Handstanze gibt. Und auch wenn ich die Gummistiefel mega süß finde und schon gesehen habe, wie manche die Gummistiefel dann mit Blümchen drauf ganz super nett einsetzen. Aber es tut mir leid, ist nicht mein Ding. Also irgendwie alles mit Regenschirm,
Da habe ich einfach so draufgezeigt, das ist einfach überhaupt nicht meins. Aber ihr merkt es vielleicht gern, das war jetzt ein kleiner Exkurs in unsere Wunderwelt Mädelsgeschäftgeschichte. Ja, siehst du, die Steffi schreibt gerade, hat sich schon tolle Karten damit gebastelt. Glaube ich sofort, glaube ich sofort. Ist total cool, nur halt einfach total nicht meins. So ist es. Schön, okay, dann weg von meinem persönlichen Geschmack hin zum nächsten. Das nächste ist auf Seite 56, trifft auch nicht meinen Geschmack, so wie es ist. Das ist My Meadow. My Meadow ist auch wieder so ein Stempelset wie das Snowfront, aber eben wieder mit Motiven, mit denen ich persönlich jetzt halt nicht so viel anfangen kann. Also ich habe es jetzt nicht so mit irgendwie mit dem Pavillon und der Schubkarre und so. Ja, ist nicht so meins, aber macht ja nichts. Passt sicher trotzdem für total viele. Dann haben wir, jetzt kommen wir aber wieder zu einem Set, was ich total süß finde. Und zwar wahre Klasse. Ich weiß, das hat der eine oder andere auch nicht so super gefunden. Ich habe es alleine deshalb super gefunden, weil da diese Tasche dabei ist, die man eben ausstanzen kann. Und ich finde ja das mit den High Heels einfach total lässig. Ja, gibt es auch wieder einen Fun Fact, aber jetzt zu viel mag ich jetzt auch nicht plaudern. Also, wahre Klasse finde ich total super und ich mag eben, ich finde das einfach total nett. Und von daher ist das wieder so eine Geschichte, wo manche sagen super und andere sagen, so wie die Alexandra, überhaupt nichts für sie und die Ilona sagt da nichts für sie und Sietchen sogar geht überhaupt nicht. Die Denise auch, ist auch nichts für sie. Schon Chris auch nicht. Okay, ich sehe schon. Ich stehe da alleinig auf weiter Flur. Ich finde es klasse. Aber ich mag total gern schöne Schuhe. Also es ist vielleicht für mich auch so, weil ich so ein Schuhdick habe, glaube ich, irgendwie. Ich habe nicht viele Schuhe, muss ich da dazu noch sagen. Ich habe nicht 75 Paar oder so. Aber ich mag einfach total gern schöne Schuhe und ich mag auch total gern schöne Schuhe anschauen. Und ihr werdet jetzt vielleicht lachen, aber ich habe in meinem kleinen Wohnzimmer unter meinem Fernseher ein paar Glitzerschuhe stehen, weil sie einfach so schön sind. Also ihr seht schon, Schuhe und ich, wir sind ein bisschen ein Thema. Und von daher finde ich das Set auch klasse. Okay, zurück zum Thema. Jahreskatalog Seite 100, Seite 99, nicht 199. Da ist Gute Reise. Gute Reise ist für mich ein Kinderset. Super für Kinder zum Basteln. Da ich aber keine Kinder habe und da einfach auch überhaupt keinen Bedarf habe, ist das jetzt nicht so meins. Und von daher habe ich das auch nicht bestellt, obwohl ich den Hubschrauber mega finde, weil der erinnert mich immer an Oma, bitte kommen. Kann sich noch jemand an die Serie erinnern? So eine Zeichentrickserie, glaube ich, in die 80er Jahre oder so. Oma, bitte kommen. Das war so cool. Und wie ich das gesehen habe, habe ich so lachen müssen, weil das erinnert mich voll Gas an diese Serie. Mädels, ihr wisst, ich erzähle euch immer wieder so ein bisschen an Zeugs nebenbei. Ich hoffe, das ist ein wenig unterhaltsam. Okay, schön. Gut. Also, Seite, was habe ich gesagt? 99. Dann weiter geht's mit. Beste Enkelkinder. Beste Enkelkinder. Ist ein Stempelset, habe ich gelesen, habe ich mir gedacht, habe ich sicher nicht, habe ich natürlich sehr wohl. Nur natürlich brauche ich es jetzt nicht für Enkelkinder, weil Enkelkinder habe ich natürlich auch keine. Aber ich finde das Gratulation so mega und das habe ich schon ganz, 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 ganz oft verwendet in meine Online-Basteltreffs, wenn es euch erinnert. Ich liebe dieses Gratulation. Ansonsten brauche ich das ehrlich gestanden eher weniger, aber das Gratulation hat mich so angehüpft. Kennt ihr das? Manchmal braucht man ein Stempelset wegen einem einzigen Stempel. Kennt ihr das? Das passiert relativ selten, aber manchmal ist es so. Und bei dem ist es so. Das Gratulation, das hat mich so gepackt, dass ich das einfach haben müssen. Verrückt, oder? Aber es ist so. Was soll es? Gibt Schlimmeres. Also, beste Enkelkinder, Seite 97. Dann kommen wir, der Titel ist nicht wirklich passend, finde ich ja, finde ich ganz spannend. Dann kommen wir zum nächsten Set auf der Seite 88 und da geht es nochmal ums Thema Trauer und zwar Trost und Kraft. Und da finde ich ganz, ganz süß, hier kommt eine Umarmung aus Papier.
Und gerade das, hey, als hätten sie es gewusst, oder? Wie passend ist das auch wieder gerade für die Corona-Zeit? Und ich mag das auch total gern, für manches gibt es keine Worte, weil auch das stimmt. Oder ich fühle mit dir und denke an dich. Hey, das sind einfach, also ich finde, das sind Sprüche, die sind so super, weil es einfach so ist, oder? Man sitzt doch in dem Moment einmal da und denkt sich, okay, ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich sagen soll. Es packt dann einfach, oder? Irgendwie. Und von daher, Trost und Kraft ist auf jeden Fall ein Stempelset, was ich ganz, 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 ganz super finde. Und der Chris schreibt gerade, er findet das Fischgerät einen super Hintergrund, finde ich auch, Chris. Mag ich auch total. Ah, siehst du, die Alexandra schreibt auch gerade, es gibt total viel, sowas zu lesen. Und das stimmt, das finde ich auch, Alexandra. Ja, braucht man einfach. Tut der Seele gut. Dann, oh, jetzt kommen wir mal wieder zu einem ganz spannenden Thema, und zwar Seite 104. Zehni Zebras haben ganz viele, ich weiß, dieses Set haben ganz viele, ich habe es nach wie vor noch nicht, obwohl ich es so mega süß finde. Die Zebras sind so der Knaller, das ganz aus ist. Aber es ist ein Set, wo ich mir gedacht habe, ich finde es mega. Das ist eins, das könnte ich mir halt hinstellen, weil ich es so lässig finde. Nur, ich habe einfach leider überhaupt keinen Bedarf dafür. Obwohl ich so mega finde, das Ganze aus ist. Ich hätte gerne Bedarf dafür. Also würde ich es irgendwie nur im Ansatz brauchen können, ich hätte es sofort gekauft. Rena schreibt gerade, sie hat damit ein Babyalbum gekauft oder was? Das habe ich mir extra für ein Babyalbum gekauft. Ja, das ist klar, Rena. Aber man braucht auch einen Anlass, um ein Babyalbum basteln zu können, oder man braucht jemanden, der einen den Auftrag dafür gibt. Von daher, ja, wer weiß. Zum Schluss hat es mir irgendwann nur unter ein, aber ja, ich liebe Äugel damit. Ihr merkt schon, ich finde es wirklich ganz, ganz, ganz klasse. Aber ja, es war noch nicht die richtige Zeit. Wer weiß, vielleicht kommt sie noch. Dann Seite 103. Schönster Geburtstag. Mal gucken, warum ich das nicht habe. Das hat sicher auch irgendeinen Grund. Mal gucken. Ach doch, das habe ich. Warum habe ich denn das nicht angestrichen? Habe ich ja angestrichen, ich bin ein Schaf. Und das habe ich auch lagern. Das habe ich übersehen. Wo ist es? Okay, ich habe es auch eh schon aufgeplattelt. Ich suche es jetzt nicht lange. Ein super Set. Ein Set, was ich wirklich, wirklich, wirklich empfehlen kann. Mega! Ganz, ganz, ganz mega. Haben wir gehabt zum Beispiel in Einsatz bei der, wie hat sie geheißen, die Akkordeonkarte. Super. Mädels, wer es noch nicht hat, da würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Alleinig die Schönheit von dem Spruch, super. Und ich mag es total gern, wenn einmal ein größerer Spruch ist, wo man wirklich, wir haben doch jetzt letztens die Karten gemacht mit dem lässigen Hintergrund. Mit dem echt total coolen von der Neuseeländerin. Ihr könnt euch erinnern, gell? Und da hat auf Facebook in unserer Gruppe ein Mädel eine Karte reingepostet, die ist so schön, die ist zum Niederknien schön. Ihr habt es alle super gebastelt, muss ich sagen. Wirklich alle. So ein ganz, ganz, ganz schöne Karten waren wirklich alle super. Aber es war eine dabei, die hat mich gepackt. Die war so, so schön. In total herzliche Farben. Keine Prägung, keine Ausstanzung, nur mit einem Spruch drauf. Wunder, wunder, wunderschön. Und die kann ich mir zum Beispiel auch mit dem Spruch da drauf total schön vorstellen. Also, wer noch nicht bei uns in der Facebook-Gruppe ist, schaut mal rein, klickt es an. Ich schalte sie gerne frei. Super, was da alles gepostet wird, gezeigt wird. Ganz, ganz, ganz mega. Heißt der Wunderwelt aus Papierclub. Ja, guckt's mal rein. Ich würde es machen. Ganz, ganz lässig. Achso, Seite 103 Meters. Okay, ich verplaudere mich die ganze Zeit. Ich wollte das ein Kratzfatz durchziehen da mit euch. Schlimm mit mir, schlimm mit mir. Okay, wo sind wir? Da sind wir. Das nächste ist Camouflage. Und Camouflage ist auf Seite 138 und das ist ein Hintergrundstempel.
Hintergrundstempel habe ich sehr wenige, gebe ich zu. Camouflage ist der. Und übrigens auch Drayburst. D2 gibt es auch vergünstigt. Und ich glaube Stacked Stone auch. Ja, Stacked Stone auch. Also D3 Hintergrundstempel gibt es reduziert. Ich persönlich habe, glaube ich, nur den. Also Birch weiß ich, dass ich habe, weil ich den auch so super finde. Sind wir wieder beim Thema Trauerkarten. Finde ich den mega, mega, mega schön. Ansonsten bin ich nicht so ein Hintergrundstempel-Typ. Also da, das ist nicht ganz so meins. Okay, schön. Dann ist das nächste wie ein guter Whisky. Und da geht es mir gleich. Finde ich ein mega schönes Set. Und das meine ich, ich glaube, das wird jetzt soweit sein. Das werde ich mir jetzt bestellen. Weil mit dem liebäugel ich schon ganz lang. Also wie ein guter Whisky ist so, so lässig gemacht. Und ganz, ganz, ganz schön. Finde ich klasse. Gerade auch da mit dieser Orangen- oder Zitronenzeste. Hammer. Hammer. Ja, mag ich. Mag ich und werde ich mir holen. Muss ich mir jetzt da gleich irgendwie markieren, weil sonst vergesse ich das wieder. Mal schnell mit Wien Castell. Nein, Wien Castell macht ja da jetzt gar keinen Sinn. So, da, wo haben wir es? Wie ein guter Whisky. Das muss ich mir jetzt mitbestellen. Alles klar. So, gut. Stacked Stone haben wir schon abgefrühstückt. Nächste Seite. Nächste Seite ist perfekter Moment. Jahreskatalogs 111. Auch diesen habe ich nicht. Mal gucken, warum. Ach so, ja. Okay. Siri, ja, ist nicht meins. Aber habe super schöne Sachen damit gesehen. Also, ich traue mir wetten, was ich schön finde, ist die Ranke. Ansonsten ist das einfach leider total nicht meins. Aber ich verstehe jeden, der sagt, finde ich super. Kann ich total nachvollziehen. Seite 111, genau, wie gesagt, perfekter Moment. Dann haben wir 113, Embrace Each Moment. Warum habe ich das? Ah ja, das habe ich auch angekreuzt. Ist zwar ein englisches Set, aber finde ich total schön. Ich habe es mir noch nicht bestellt. Muss ich mir aber tatsächlich überlegen, ob ich mir das jetzt nicht mitbestelle, weil das finde ich schon. Da finde ich den so schön. Das ist ganz toll. Oder auch das. Das finde ich ein bisschen befremdlich. Also das irgendwie, das ist mal, wie geht es eigentlich mit dem Stempelabdruck? Findet ihr den schön? Bin jetzt echt gespannt. Ich habe da irgendwie das Gefühl, sie kriegt keine Luft. Also es ist so, oh. Also das ist mir irgendwie so, ich weiß nicht, schnürt mir die Luft ab. Irgendwie. Nö, nee. So gezwungen. Ja genau, ist was für die ist. Also meins ist auch nicht. Ich finde aber das schön. Also da sieht man, da finde ich, da könnte es schön um mit dem innig miteinander sein. Und ich finde das schön. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz schön ist für Hochzeitskarten. Also für Hochzeitsglückwunschkarten, so das mit dem Händereichen finde ich ganz schön. Ja, die Hände, gell, Bea? Sind wir uns wieder einig. Okay, das muss ich mal ganz schnell, weil das vergiss ich, ist da wieder. Aber da schreibe ich mir noch ein Fragezeichen dazu, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber die Hände reizen mich schon sehr. Dann haben wir Dry Brush, das ist wieder auf 138 geklappt, das haben wir uns schon kurz angeschaut, das dürfte der Hintergrundstempel sein. Ja, genau, das habe ich auch schon gesagt. So, dann, jetzt, Mädels, für alle, die noch keine Demos sind, Wiesenglück ist dabei. Und jeder, der überlegt, morgen einzusteigen, ist tendenziell ein totaler Wiffzack. Ich sage es, wie es ist, weil morgen kriegt ihr ja auf Starter-Set, auf diese Stempelsets, die der Olli ihr euch jetzt zeigt, genauso die 15%. Das heißt, ihr könnt euch in dem Starter-Set um 129, wo ihr um 175 Euro Ware aussuchen könnt, viel, viel mehr reinpacken, wenn dort Sets dabei sind, die reduziert sind. Also jeder, der jetzt überlegt, ob er als Demo beginnt, morgen wäre der Tag, den die nützen, sofern einige Stempelsets von ihrer Lieblingswunschliste dort dabei sind. Dann macht es total Sinn. Und Wiesenglück dann bitte nicht bestellen,
weil Wiesenglück kriegen sie ohnehin geschenkt. Also das ist, es gibt ja morgen noch zwei Stempelset gratis drauf, ne? Im Starter-Set. Das heißt, Wiesenglück bitte, bitte nicht in den Warenkorb geben. Das gibt es ohnehin zu finden auf Seite 135. Und das finde ich ein ganz schönes Set. Was ist dieses da? Und das kriegt jeder, der im September einsteigt, gratis. Also bitte nicht rein da in den Warenkorb. Okay, damit hätten wir das auch nochmal ganz deutlich angesprochen. Und dann gehen wir schon auf Seite 136. Und 136, da haben wir das Textures Essentials. Und das finde ich ein total cooles Set, wer viel mit Hintergrundstempel arbeitet. Und wer Hintergrundstempel gern mag oder gern so ein bisschen Textur einbringt, für den ist dieses Set sicher spannend. Also da kann man sicher total schöne Sachen machen. Ist halt wieder nicht so meins. Ihr wisst ja, ich bin einfach irgendwie so die bisschen dezente Bastlerin. Aber es macht nichts. Ich finde es super schön. Also wenn mir einfallen würde, wie ich das für meinen Geschmack ein bisschen besser umsetzen kann, dann wäre es auf meiner Liste. Ja, so ist es. Genau so ist es. Und dann kommen wir mal wieder zu einem von meinen Lieblingssets. Und zwar Waldspaziergang. Ich liebe es. Es ist so schön. Und jetzt perfekt für die Zeit. Total super. Ich liebe die Sprüche. Die Typografie dieser Sprüche ist einfach mega, mega, mega genial. Ich liebe die Pilze. Ich liebe das Blatt. Ich liebe das Igele. Einfach mega schön. Echt. Also total meins. Hätte ich es nicht, ich würde es morgen bestellen. So, dann. Ohne Altersgrenze auf Seite 107. Achso, Waldspaziergang ist auf 134. Dann haben wir 107. 107 haben wir ohne Altersgrenze. Das sind die zwei mit den Sprüchen dabei. Da bin ich jetzt auch wieder ganz geschwind und sage, ist nicht meins, ist einfach mir, da sind mir die Sprüche zu geradlinig und sehe zwar sein Body nicht mehr voll und damit war das bei mir auf keinen Fall auf der Liste. Dann haben wir Seite 43 Prima Bärchen. Prima Bärchen ist ein super Set, wenn man solche Sets noch nicht hat, dann ist es gut, also dann würde ich es auf jeden Fall nehmen. Ich persönlich habe ganz viele Sets mit kleinen Sprüchen. Mir fehlen eher die größeren Sprüche. Von daher habe ich es noch nicht bestellt und kann es nicht in die Kamera halten. Finde es aber tendenziell ein sehr, sehr gutes Set. Seite 43, ihr Lieben. Prima Bärchen. Dann, was haben wir noch? Seite 93, Gemeinschaftsgrüße. Und da haben wir... Ah ja, das ist das. Da geht es mir auch wieder so, ich finde die zwei Stempelsets schön, ich finde die Herzen schön, ich finde sie gar nicht meins. Und von daher, nee, nicht meins. Das ist so, das ist so kindlich irgendwie. Ja, muss man mögen. Ist einfach nicht meins. Macht aber nichts. Wer es mag, super gern. Dann sind wir auf Seite 28, Spiel und Spaß. Und Spiel und Spaß ist ja das Set mit dem, ja, man kann nicht sagen Schreibfehler, weil es beide Schreibarten richtig sind oder in Ordnung sind. Aber da ist ja, du bist mein Ass im Ärmel. Und die meisten von uns würden Ass mit Doppel-S schreiben. Von daher... Rechtschreibtechnisch ist es abgeklärt, ist beides zulässig mit ein S und mit Doppel-S. Ja, ist Geschmackssache. Ich bin jetzt nicht so der totale Spielertyp in dem Sinn, dass ich jetzt so Schach oder Karten oder Würfelspiele spiele und es ist jetzt auch nicht so in meinem Umfeld. Von daher habe ich das nicht. Ich finde aber, dass es super schön gemacht ist. Also für Schachliebhaber finde ich es mega. Also ganz, ganz, ganz schön gemacht. Und auch die Karten, finde ich, sind super, super schön umgesetzt. Auch die Würfel, sehr, sehr schön. Für alle die jetzt einfach halt
so Spielertypen sind da, wo das passt. Es gibt ja ganz viele, die sich jede Woche zum Kartenspielen treffen. Und wenn so jemand Geburtstag hat, dann ist das natürlich ein Mega-Set. Oder Poker oder pff, keine Ahnung. Es gibt vieles, was total. Also bei uns in Tirol ist Schnapsen, heißt das. Die haben genauso die Karten auf mich. Obwohl Schnapsen, glaube ich, die haben eine andere Kartenart, oder? Aber für Poker, Kanaster, alles in die Richtung, passt das natürlich genau. Oder für Rummy, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Da passt es natürlich auch. Ja, ihr seht schon, ich bin kein Kartenspielertyp. Aber ich finde es trotzdem, eben wie gesagt, von den Motiven super schön gemacht. Also da habe ich schon hässlichere Sets gesehen. Dann Seite 105, nichts zu meckern. Da geht es mal wie mit die 10 Zebras. Nichts zu meckern finde ich mega, mega, mega schön. Also es finde ich einfach so ein lustiges Set. Das ist so, schau mir nicht an, ich schwöre es da. Und er ist so der Gechillte und sie ist so die Fröhliche. Also das finde ich ganz ein cooles Set, aber es geht mir halt ganz gleich, dass ich nicht weiß, wie ich das einsetzen soll, dass das auch Sinn macht. Von daher habe ich es nicht, aber ich finde es total cool. Also es ist echt cool. Dann haben wir noch Seite 50 gesegnete Grüße. Und das weiß ich zufällig auch ziemlich genau, warum ich das nicht noch habe. Es würde zwar in mein Repertoire passen, von dem, was so bei mir gefragt ist im Geschäft, aber das ist mir echt, das ist mir zu heilig. Also das ist mir, oder? Das ist so, ich bin jetzt einmal ganz böse, aber das ist so bieder für mich. Oder? Ich meine, ich finde den Spruch schön. Den Spruch finde ich super. Der Herr segne und behüte dich. Das finde ich ganz schön. Also wäre der, fände ich super. Aber ansonsten ist mir der einfach, das ist mir, ja, das ist mir staubig. Mann, darf man das so sagen? Aber ich sage es jetzt einfach so. Ich haue es jetzt einfach mal so raus, wie ich das sehe. Okay, Seite 8, Traumblüten. Traumblüten ist auch ein Set, habe ich mir nicht bestellt. Ich habe mir das bestellt und das jetzt gerade letztens aufgebastelt für meine Mädels. Die haben jetzt ganz viel von denen schönen Karten gekriegt. Finde ich super schön. Also ich würde das Zubehörset mega empfehlen. Ein Stempelset ist leider nicht so meins. Aber Geschmackssache. Was soll man sagen? Wie bei allen heute. Halt. Aber das, super schön. Okay, und dann kommen wir mal auch schon zum letzten deutschen Set, und zwar auf der Seite 47 eingerahmt. Und da weiß ich auch ganz genau, warum ich das nicht habe, weil das einfach auch total nicht mein Ding ist. Das ist das. Ja, ohne Worte. Ist nicht meins. Schön. Seite 47, gell, habe ich gesagt. Okay. Schön. Damit haben wir jetzt alles durchgearbeitet und wir haben viel länger gebraucht, als ich eigentlich vorhin habe. Aber ich glaube, es war trotzdem schön, oder? Dass wir es einmal alle angeschaut haben. Uns einmal da ganz in Ruhe die zu Gemüte geführt haben und einmal geschaut haben, wie cool oder auch nicht cool die verschiedenen Sets sind. Und jetzt komme ich natürlich zu meiner mega Zusatzaktion. Und zwar ist es ja immer so, dass wenn so, ja, manchmal, wie soll ich euch denn das jetzt sagen, manchmal reitet mich so, ja, da habe ich so eine Eingebung und dann kommt mir vor, das mache ich jetzt. Das finde ich jetzt total mega. Und diesmal habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich mir schon ganz lang gedacht, ich möchte mit euch so unbedingt beim Live-Basteln einmal den neuen Online-Shop anschauen. Wir haben ja den neuen Stampin' Up! Online-Shop schon ziemlich lang jetzt. Eigentlich sind jetzt schon mehrere Monate. Aber wir haben seit diesem Monat endlich PayPal. Hände hoch, wer hat auf PayPal gewartet? Ich liebe PayPal, nicht für mich. Also mich braucht es nicht mit PayPal zu haben. Da bin ich raus. Aber ich finde es für Stampin' Up!, für den Online-Shop super mega.
Das war so notwendig, dass wir für Stampin' Up in Europa PayPal kriegen, das ganz aus ist. Weil sie keine andere Alternative zur Verfügung gestellt haben als die bescheuerte Kreditkarte. Und es gibt halt einmal ganz viele, die keine Kreditkarte haben. Und von daher ist es einfach total Not. Und die Gabi, ich habe auf PayPal gewartet, bin aber mittlerweile versorgt. Zack, raus. Schmiep, Gabi. Alles gut. Es wird sich jemand sicher gefreut haben. Jedenfalls, ich habe total drauf gewartet und finde es total mega und habe mir aufgrund dessen gedacht, ich mache jetzt eine Verlosung, eine Gewinnaktion, die ich eigentlich schon von Anfang an geplant gehabt habe. Und wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang von dem Monat habe ich zweimal angekündigt, ich möchte mit euch eine Tour machen, eine kleine Tour. Und diese kleine Tour war geplant für die Online-Shop-Tour, um uns das mit PayPal und so weiter anzuschauen. Und auch mit dem Gastgebercode. Ganz viele von Ihnen fragen mich immer wieder, was ist eigentlich der Gastgebercode? Was soll denn das sein und was bedeutet der? Und auf das Thema wollte ich unbedingt eingehen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt die Aktion, wo es um so eine 24-Stunden-Aktion geht, wo einfach der Online-Shop perfekt dafür ist. Da kann jeder jederzeit sofort seine Dinge bestellen. Es wird zu ihm nach Hause geliefert. Das ist einfach optimal, um den Online-Shop einmal auszuprobieren, einmal durchzuschauen und einfach einmal in Ruhe zu shoppen und anzuschauen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da mache ich das jetzt. Und für diese Online-Shop-Bestellaktion, die Rena, sie hat damit nichts anfangen können, es ist lieber gleich Demo geworden. Ja, klar. Als Demo hat man sowieso alle Vorteile auf seiner Seite. Das ist einfach so. Man hat von Anfang an 20%, also Herz, was willst du mehr? Und ja, kann sich nur ein bisschen mehr arbeiten, wenn man möchte, muss aber nicht. Also von daher alles bestens. Aber für alle die, die sagen, na, Demo sein ist jetzt echt nicht mein Thema, ich möchte lieber Kunde sein, ist natürlich auch für jeden von uns total super, braucht man gar nicht reden. Und für diese Kunden eben habe ich mir diese Aktion überlegt. Und von daher, ja, gibt es jetzt eine Verlosung und es gibt natürlich auch Preise. Und ich habe mir überlegt, jeder, der bei mir morgen, also von heute Mitternacht bis morgen Mitternacht, bei mir in meinem Online-Shop bestellt, und unter 200 Euro bestellt und den Gastgebercode verwendet oder über 200 Euro bestellt und keinen Gastgebercode bitte verwendet, der wandert in den Lostopf. Und jetzt möchte ich das Ganze aber natürlich fair gestalten, weil wenn jetzt jemand zum Beispiel um, keine Ahnung, 25 Euro bestellt, dann kriegt er ein Los. Wenn jetzt aber jemand zum Beispiel um 225 Euro bestellt und er kriegt dann auch nur ein Los, wäre jetzt vielleicht nicht ganz so fair, oder? Also habe ich mir überlegt, ich werde das staffeln. Alle 50-Euro-Schritte gibt es ein Los dazu. Das heißt, bis 50 Euro gibt es ein Los und dann alle 50 Euro ein weiteres Los dazu. Schaut dann wie folgt aus. Bis 50 ein Los, bis 100 zwei Lose, bis 150 drei Lose, bis 199 vier Lose und ab 205 Lose. Und das geht aber unendlich weiter. Also man kann Lose sammeln, so viel man möchte. Da gibt es keine Grenze. Und das einzig Wichtige ist, bitte bis zu 199 kann man irgendwas einen Gastgebercode verwenden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Nur mit Gastgebercode bis 200 Euro fällt man auch in den Lostopf. Das ist mir deshalb wichtig, damit sich jeder mal mit dem Gastgebercode beschäftigt. Und der Gastgebercode, da möchte ich jetzt mal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist und warum es denn überhaupt gibt. Also, in Amerika ist es schon lange gang und gäbe und bei uns wird es immer mehr werden, dass dieser Gastgebercode zum Einsatz kommt und zwar auch bei Partys. Gedacht ist dieser Gastgebercode eigentlich das, wenn man jetzt eine Bastelparty macht, gell, und man hat zum Beispiel fünf Leute eingeladen. Und dann ist es ja meistens so, dass einer oder zwei ganz spontan absagt, weil es immer irgendwas ist, was dazwischen kommt, oder? Okay, und jetzt könnte dieser
eine oder zwei auch im Online-Shop bestellen, von dieser Gastgeberin den Gastgebercode eintragen. Also jeder, der eine Stempelparty bei seiner Demo macht, kann vorab den Gastgebercode sich sichern. Also ja, normalerweise bietet das die Gastgeberin an, wenn sie weiß, da könnte jemand online bestellen. Und damit dieser Gastgeberin keine Prozente durchrutschen, sozusagen, gibt es diesen Gastgebercode. Und der Gastgebercode ist aber nicht nur wichtig für Gastgeberinnen, sondern auch für die uns Demos. Wenn Sie nämlich im Online-Shop bestellen und Sie bestellen um 50 Euro, dann bekommen Sie ja keine Shopping-Prozente. Klar, oder? Shopping-Prozente gibt es ab 200 Euro. Das heißt, diese 50 Euro wären für die Shopping-Prozente verloren, weil Sie können es nicht einlösen. Und wenn Sie keinen Gastgebercode angeben, dann verläuft das ins Nix sozusagen. Also die 50 Euro bleiben zwar als Umsatz für die Demonstratorin stehen, aber die Shopping-Vorteile wandern ins Nirvana, sind weg. Wenn Sie jetzt aber so lieb sind und sagen, okay, ich habe so eine nette Demo, die kümmert sich, die informiert mich, die ist immer da, die ist da, wenn ich was brauche, die zeigt mir, wie was geht. Ich möchte gern dieser Demo ein kleines Dankeschön in Form vom Gastgebercode retour geben, dann können Sie bei jeder Bestellung, die ganz wichtig, unter 200 Euro stattfindet, können Sie der Ihren Gastgebercode angeben. Und eigentlich hat jede Demo, die das beruflich macht, Stampin' Up, hat eigentlich immer auf ihrem Blog diesen achtstelligen Code stehen. Also das ist ein Code, eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Und wenn Sie diesen Code eingeben, dann wandert einfach dieser Betrag als Shopping-Prozente-Betrag auf diesen Code. Und damit versandet das nicht in nichts, sondern Sie verhelfen Ihrer Demo zu ein bisschen Shopping-Prozente. Und das finde ich ist einfach eine gute Sache, weil Sie damit Ihrer Demo ein bisschen ein Danke-Retour geben können. Und von daher liebe ich diesen Gastgebercode und finde den wirklich für alle Demos ganz, ganz mega wichtig. Weil das etwas ist, wo wir uns auch das leisten können, dass wir immer irgendwas dazu packen zu die Geschenke, also zu die Bestellungen, dass wir was reinlegen können, dass wir ja einmal ein Bastelset dazu legen können. Einfach die Dinge, wenn wir das alles immer 100% aus eigener Tasche bezahlen müssten, das war einfach nicht möglich. Ah, Sitren sagt gerade, sie hat es nicht begriffen. Alles klar, Sitren, wir gehen das Ganze nochmal durch. Wenn Sie jetzt eine Bestellung haben, um, keine Ahnung, bleiben wir bei den 50 Euro, ist aber wurscht, kann bis 200 Euro geben. Und Sie bestellen im Online-Shop, dann kriegen Sie keine Prozente, richtig? Weil Shopping-Prozente gibt es ab 200 Euro. Soweit klar, oder Sitren? Gerade einen Daumen hoch. Ja, klar. Okay, gut. Und wenn Sie im Online-Shop das bestellen, zum Ausgang des Online-Shops gehen, also bezahlen und keinen Gastgebercode angeben, dann verläuft dieser Umsatz ins Null. Nur Gastgeber, also nur Shopping-Prozente-mäßig. Wenn Sie aber beim Checkout, also bevor Sie bezahlen, den Gastgebercode Ihrer Demo eingeben, und das muss nicht ich sein, Sieht, das kann auch Ihre Demo sein, dann wandert dieser Umsatz in den Shopping-Prozente-Bereich von Ihrer Demo. Der wird einfach im Hintergrund gespeichert. Und wenn Ihre Demo dann diese Bestellung mit dem Gastgebercode abschließt, dann hat sie um diese 50 Euro mehr Bestellwert für die Shopping-Prozente. Das heißt, Sie verlieren nichts, Ihnen geht nichts verloren, es kostet Sie nichts. Aber sie verhelfen ihrer Demo zu ein bisschen mehr Shopping-Prozente. Das ist der Sinn des Gastgebercodes. Und dasselbe funktioniert auch,
wenn Sie selber Gastgeberin wären und es bestellen 3, 4, 5 Ihrer Freundinnen im Online-Shop und geben von Ihrer Bastelparty diesen Code her, dann passiert genau das Gleiche. Den kriegen Sie von Ihrer Demo. Sitren fragt gerade, wo kriegt sie diesen Code her? Diesen Code bekommen Sie von Ihrer Demo, sofern Ihre Demo den Gastgebercode verwendet. Bei mir zum Beispiel steht der immer auf dem Blog. Ja, genau, das ist der Hostess-Code. Also auf Englisch heißt es Hostess-Code und das ist nichts anderes als Gastgebercode. Das ist ein und dieselbe Geschichte. Denise, meinen Code finden Sie auf dem Blog. Der steht bei mir immer am Blog. Entschuldigt bitte, jetzt habe ich einen kurzen Hänger gehabt. Also mein Gastgebercode, der steht bei mir immer im Blog. Also meiner gilt immer als ganze Monat. Da lasse ich einfach den gleichen Code und da kann man den immer eingeben. Ah, die Renate Gertig ist gerade dazugekommen. Renate, spannendes Thema, einfach nochmal nachschauen. Okay, hat das mit dem Gastgebercode jetzt jeder verstanden? Der Code verändert sich monatlich, ganz genau. Also bei mir zum Beispiel gibt es immer jeden Anfang des Monats einen neuen Code und der gilt dann das ganze Monat. Also einfach immer wieder schauen. Ich schreibe das aber auch oft bei meinen E-Mails dazu oder auf dem Blogbeitrag. Also Blog sieht man ja sowieso. Sitren schreibt gerade, sie kann nicht mitspielen, weil sie andere Demo hat. Ja, Sitren, natürlich, das gilt jetzt in dem Fall wirklich für die, die bei mir bestellen, ist ja klar. Also, wie soll ich denn sagen? Ist ja logisch, ich mag ja meine Kunden ein bisschen Dankeschön geben, nicht? Weil ich, also für sie alle arbeite ich ja sowieso mit dem, dass ich versuche, alles schön zu erklären und zu zeigen und da habt ihr ja sowieso viel Nutzen in dem Sinn, nicht? Aber wenn man mich als Demo hat, dann kann man halt auch mal ab und dann was gewinnen. Die Helga schreibt gerade, wenn sie den nicht eingibt, aber bei mir als Demo bestellt. Helga, sobald Sie über 200 Euro bestellen, dann bitte auf keinen Fall eingeben, weil dann bleiben die Shoppingprozente bei Ihnen und das ist ganz, ganz wichtig. Also ab 200 Euro bitte behalten Sie Ihre Shoppingvorteile. Dann keinen Code. Aber bis 200 Euro wäre ich wirklich mega, mega, mega dankbar, wenn Sie den Code verwenden. Also den bitte anwenden. Und ich möchte ganz kurz mit euch nur in den Shop reinschauen, damit Sie auch sehen, wie das funktioniert mit dem Gastgebercode. Schauen wir ganz gleich rein. Aber zuerst, bevor wir das denn, weil dann schließen wir nämlich ab, aber bevor wir das denn, möchte ich euch noch ganz schnell sagen, was es zu gewinnen gibt. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache drei Preise. Also ich lose drei Preise aus. Und zwar einmal wird es geben, die Stanze entzückendes Etikett. Das ist die Stanze, mit der man so ein Etikett ausstanzen kann. Finde ich eine ganz schöne Stanze, passt für total viele super Sets, total gut. Und deshalb habe ich mir für diese Stanze entschieden. Die Eva Maria Keller fragt gerade, ob sie trotzdem den Gastgebercode eingeben muss, obwohl ich als Demo aufscheine. Ja, das müssen Sie leider, weil sich der Gastgebercode immer wieder verändert. Und deshalb muss man den immer eingeben, Eva Maria. Okay, also. Oder Sie verwenden den Link, der automatisch den Gastgebercode hinterlegt hat. Die Ute fragt, gilt das auch, wenn man Probierpakete bestellt hat? Nein, Ute. Dieses Mal ist es eine reine Online-Shop-Aktion und die geht auch nur von heute Mitternacht bis morgen Mitternacht. Das ist jetzt für diesen 24-Stunden-Stempelaktion dort dazu diese Verlosung. Das ist eine ganz separate Geschichte. Okay, also, das ist erster Preis, also ein Preis. Dann habe ich mir einen zweiten Preis überlegt und zwar ein bisschen Material und zwar ein Stempelset Ihrer Wahl, ganz egal was für Farbe. Dann gibt es dazu diese Accessoires und dieses Band, also ein bisschen Arbeitsmaterial. Das wird ein Set sein. Okay, die Yvonne schreibt gerade, warum kann man keine zwei Demos haben und mit den Codes arbeiten? Das kann man sehr wohl, Yvonne. Also wenn Sie jetzt sagen zum Beispiel, ich habe eine Demo vor Ort
Finde ich super, möchte ich ab und an bestellen. Und sie sagen, aber ich mag die Daniela auch total gern, weil die leistet auch super Arbeit mit ihren Videos und da lerne ich auch total viel. Dann können sie ohne weiteres einmal bei mir bestellen und einmal bei der anderen Demo. Sie müssen sich auf keine Demo beschränken. Man kann auch bei 5 Demos bestellen, wenn man das möchte. Da ist jeder vollkommen frei. Es gibt keine Bindung. Okay, so. Und jetzt kommen wir noch zu unserem dritten Teil. Und der dritte Teil habe ich mir gedacht, mache ich ein bisschen Arbeitsmaterial in dem Sinn, man kann immer super brauchen einen Stempelblock B, man kann immer super brauchen einen Stempelreiniger und Fingerschwämmchen. Und von daher habe ich mir gedacht, mache ich auch einmal so ein Set. Also auch das wird ein Set sein. Das sind meine 3 Sets, die ich verlosen werde. Und nochmal, es geht erst ab heute Mitternacht bis morgen Mitternacht. Alle, die in diesen Zeitfenster im Online-Shop und zwar ausschließlich Online-Shop bestellen, die werden in den Lostopf fallen. Gut, damit haben wir jetzt die Preise durchgefrühstückt. Und jetzt schauen wir uns nur ganz schnell den Online-Shop an. Und zwar, weil ich da das gern zeigen möchte mit dem Gastgebercode. Oh, sehr gern, Katharina. Sehr, sehr gerne. Okay, jetzt werde ich da mal schnell mein iPad zur Verfügung nehmen. Und da schauen wir jetzt als allererstes, jetzt werde ich da gerade mal schnell das Licht ausschalten, dass ihr das besser sehen könnt. Okay, so jetzt versuche ich da am Handy mitzulesen und mit dem iPad da in der Luft zu arbeiten. Das ist ja mein Blog. Ihr kennt ja alle meinen Blog, gell? Also die Wunderwelt aus Papier.com, das ist mein Blog. Und das ist der aktuelle Gastgebercode. Das heißt, einfach diesen Code abschreiben und dann reinschreiben im Onlineshop oder aber draufklicken. Draufklicken geht aber nur für Österreich. Also Österreich und Deutschland, da müsst ihr zwei verschiedene Codes hinterlegen. Das muss ich noch machen, das werde ich auch noch machen. Aber für dieses Mal bitte einfach den Code abschreiben und im Onlineshop dann eintragen. Okay, so, jetzt gehen wir ganz schnell auf den Onlineshop rüber, weil den habe ich mir auch schon aufgemacht. Wichtig ist, dass Sie in Ihrem Land angeben. Gell? Also Stampin'Up.at für alle, die Österreich sind. Für alle deutschen Mädels bitte Stampin'Up.de eingeben. Auch wenn ich Österreicherin bin, Sie kaufen bitte in Ihrem eigenen Land. Ich bin in Deutschland gemeldet. Also unbedingt DE eingeben, damit Sie auch die reduzierte Mehrwertsteuer kriegen. Das ist ganz mega wichtig. Und Sie könnten in Österreich den Checkout nicht bedienen, weil Sie ja deutsche Adresse haben. Also Sie müssen bitte in Ihrem Land auf der Stampin'Up-Seite sein. Okay, so. Dann gehen wir da mal in den Shop. Da oben bei den 3 Stricherl kann man ja immer navigieren, nicht? Dann sieht man bestellen, da gibt es alles, was halt so drinnen ist. Tinte, Stempel, Accessoires, alles, was man halt so braucht. Es gibt eine Neuheitenseite, wo man schauen kann, wo so verschiedene Neuzugänge drinnen sind. Und dann gibt es noch Aktionen, sowas wie Sparpakete oder die Ausverkaufsecke. Eh klar, oder? So, jetzt schmeiße ich gerade mal irgendwas in den Warenkorb, damit da mal irgendwas drinnen ist. Ich gehe mal auf Tinten und Farben. Da kann man dann aussuchen, was man jetzt genau möchte, ob man Marker möchte oder was auch immer. Ich gehe mal auf Tinte, dann gehe ich auf Stempelkissen, weil ich will jetzt ein Stempelkissen bestellen. Und dann bestelle ich mir von mir aus Kollektion irgendwas. Ich nehme mal schnell da das Sparpaket von den Inkalas. Ich schmeiße mal jetzt irgendwas rein in den Warenkorb und dann sieht man da oben ah, Warenkorb. Okay, angenommen, das ist jetzt alles, was ich bestellen möchte, dann klicke ich da drauf, gehe Warenkorb anzeigen und ab da ist man jetzt in dem sogenannten Checkout. Also man ist in dem Bezahlvorgang. Und da sieht man dann auch, okay, was habe ich bestellt? Möchte ich noch was verändern? Möchte ich die Menge verändern? Möchte ich es wieder rausschmeißen? Das kann man da bei dem X. Ups, entschuldigt. Jetzt haben Sie gesehen, rausschmeißen geht, ganz wunderbar. Okay, nochmal schnell rein. Egal, nehmen wir mal irgendwas anderes, ist ja wurscht. Schmeißen wir die Alkoholmarke rein. Okay, so, also Warenkorb. Und man sieht da unten die Zwischenschuhe. Und man sieht da auch Shoppingvorteile, ob man da schon welche hat. Gell? Also, ihr wisst, ab 200 kein Code und dann stehen da die Shoppingvorteile. Die könnt ihr natürlich im Onlineshop genauso nützen. Ganz, ganz wichtig. So, ich bin jetzt meiner Meinung nach fertig mit meiner Liste und gehe auf Bezahlen. So, dann fragt er mich, möchte ich als Gast auschecken
Oder möchte ich ein Konto erstellen? Konto erstellen macht natürlich total Sinn, wenn ich öfter vorhabe, im Onlineshop zu einzukaufen, was ich mir für jede Demo wünsche, weil das einfach super ist. Ich sage jetzt einmal bezahlen als Gast. So, mal da schnell eine E-Mail-Adresse reinschmeißen, irgendeine, keine Ahnung, macht mal irgendeine Fake-Adresse, ist ja egal. Und da mal schnell irgendwas reinklopfen. Jetzt irgendwas total Schräges, gell? Ist ja wurscht. Okay, so. Und jetzt geht es da weiter. Und jetzt steht da Gastgeberinnencode. Seht ihr das? Und wenn ich da drüben jetzt auf das Plus klicke, dann öffnet sich das Fenster. Und da kann ich jetzt diesen Gastgebercode eingeben. Und jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, weil den habe ich jetzt natürlich vergessen. Da kann ich mal schnell rüber in meinen Gastgebercode. Und den habe ich heute übrigens dort drunter eingeschrieben, damit man einfach nur kopieren kann. Der aktuelle Gastgebercode lautet. Und wenn man dort drauf geht, dann kann man das kopieren. Dann gehen wir wieder rüber in den Stampin' Up Warenkorb. Und jetzt kann ich das bei Gastgebercode dort draufklicken. Dann kann ich sagen, einsetzen. Und jetzt bitte, das ist zu wenig, gell? Das Eingeben ist die halbe Miete. Ihr müsst es auf Anwenden drücken. Und erst wenn ihr auf Anwenden gedrückt habt, erst dann ist dieser Gastgebercode da auch hinterlegt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also Anwenden ist echt super wichtig. Und dann geht man ganz normal im Bezahlen-Vorgang weiter. Dann fragt er natürlich Adresse, ist ja klar. Er sagt dann da schon ganzen Ding, einen Betrag und so weiter. Also das ist dann ganz der normale Checkout, wie es in jedem anderen Online-Shop auch ist. Kommen dann an die Zahlungsweisen, da steht dann auch PayPal und so weiter. Also das ist die ganze Hexerei im Online-Shop und das Anwenden des Gastgebercodes. Okay, damit haben wir auch das einmal eindringlichst besprochen. Und von daher hoffe ich, dass das jetzt für alle ab sofort total logisch und klar ist, wie das funktioniert. Ist für euch alle jetzt klar, wie das mit dem Gastgebercode läuft? Ist das soweit? Hat sich da jetzt diese Frage erledigt oder gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Sitchen hat es kapiert, das finde ich schon mal ganz, ganz mega. Ach, Dummchen, das stimmt nicht, Sitchen. Das ist nicht wahr. Sie findet es so wichtig, dass man wirklich fragt, dass man versteht, wie funktioniert denn das jetzt wirklich? Es ist da ja meine ganze Arbeit für die Fische. Ja, Mary Steiner, das ist klar. Aber Sie sind eine der wenigen Ausnahmen, weil ich weiß, dass es da nicht möglich ist. Sie bestellen bei mir bitte per E-Mail. Sie fallen aber trotzdem in den Lostopf, weil bei Ihnen weiß ich, dass das nicht funktionieren kann. Cool. Sogar ich habe es verstanden. Marina, das freut mich, weil das ist für Sie als Demo vielleicht schon einmal wichtig, dann, dass Sie das wissen, wie das läuft mit dem Gastgebercode. Im Übrigen, alle Demos, die da dabei sind, wenn ihr Fragen habt, geht's zu eurer Upline. Das ist die Arbeit eurer Upline. Die muss euch genau erklären, wie was läuft. Das ist ihr Job. Und für alle, die gerne eine gute Upline möchten, bitte, in meinem Team ist Platz. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, Mädels. Sucht euch eine gute Upline. Das ist so wichtig. Da hilft nur nett sein, ist nicht alles im Leben. Man braucht einfach ein iPad, da man was erklärt. Ah, cool. Ja, die Bea hat eine gute Upline. Danke, Bea. Super gemacht. Schön. Okay, ihr Lieben, wenn es dazu jetzt keine Fragen mehr gibt, ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles erzählt. Wir haben die Verlosung, wir haben uns die Preise angeschaut, wir haben uns angeschaut, wie das mit dem Gastgebercode läuft. Wir haben alle Sets durchgearbeitet. Ich glaube, wir haben es, oder? Cool. Gut. Wenn alles klar ist, keine weiteren Fragen sind, dann die Saison. Dann werden wir uns das nächste Mal sehen, übermorgen am Donnerstag. Und da werden wir übrigens auch schon die Gewinner ermitteln, weil es ist ja nur morgen der Tag, wo man Lose sammeln kann. Das heißt, wir werden am Donnerstag die
die drei Sieger küren. Cool, oder? Finde ich total mega. Und in dem Fall, würde ich sagen, und Donnerstag werden wir auch was basteln. Ach, und noch was, Mädels! Ich habe doch noch was. Ich muss euch doch noch was erzählen. Und zwar habe ich ja gesagt, wir machen Stempeln für Beginner, gell? Also Stempeln von der Pike auf. Wir machen das einmal ganz wie ein roter Faden durch. Ich werde mich echt bemühen, dass ich das gut hinkriege für euch. Aber Stempeln von der Pike auf beginnt am Sonntag. Das ist eine Ausnahme, aber ich möchte an einem besonderen Tag beginnen. Und der nächste Sonntag ist ein besonderer Tag, wo wir das Stempeln von der Pike auf beginnen. Da wird die erste Lektion sein. Ich hoffe, dass viele von Ihnen dabei sein werden. Und ich habe mir gedacht, wir machen Sonntagabend, 20 Uhr, weil es ist eh die Zeit, wo dann die Herren der Schöpfung meistens Fernsehschauen gehen. Und von daher habe ich mir gedacht, ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mit Stempeln von der Pike auf zu beginnen. Da macht man die ganz erste Variante und dann geht es weiter. Immer am Dienstag haben wir gesagt, machen wir dann Stempeln für Beginner. Aber wir starten am Sonntagabend. Sigrid, oje, das ist ja nicht da. Macht nichts, Sigrid. Es wird aufgezeichnet. Es wird live sein und es wird aufgezeichnet. Okay, schön, ihr Lieben. In dem Fall, jetzt habe ich aber wirklich alles erzählt. Bitte erzählen Sie das Fest weiter wegen dem Stempeln von der Pike auf. Sag es alle, die es interessieren könnte, weil ich glaube, dass das für ganz viele ein schönes Thema wäre, dass viele gern einmal von vorne einmal wirklich alles durchgehen möchten. Wieder um 20 Uhr. Meine Videos werden bei 20 Uhr bleiben. Das ist für meinen persönlichen Ablauf wirklich eine Tip-Top-Zeit und ich glaube, es ist für viele von Ihnen auch wirklich eine gute Zeit und von daher 20 Uhr wird bleiben. Und bitte, bitte, bitte teilt das mit Ihren Freunden, teilt das in die Facebook-Gruppen, wo auch immer. Ganz, ganz wichtig, ich glaube, dass das für viele wirklich eine super Sache wird. Würde ich mich sehr freuen. Schön, in dem Fall alles, alles Liebe, einen schönen Abend, eine gute Nacht und wir sehen uns am Donnerstag. Tschüss, Baba, ihr Lieben.